Da sind wir wieder. Und ich bin immer noch schockiert, dass Apollo jetzt fertig ist mit seinem Studium. Und ich hoffe, dass wenn wir den Job haben, das mit der Rakete tatsächlich dann wieder funktioniert. Oder dann irgendwie funktioniert. Das wäre natürlich sehr cool. Oh, die Mieze schläft. Süß. Na gut, bei ihr haben wir das jetzt so gemacht, dass sie noch 2 Semester insgesamt studieren muss. Ja gut, du brauchst das jetzt eigentlich nicht mehr fertig machen. Verrückt. So. Achso, das war Hygiene, das war gar nicht, dass du auf Klo musst. Komm, du kannst dir mal eine richtig schöne Badewanne gönnen. Bisschen baden. Du räumst das bitte direkt auf. Stopp. Es nervt mich, dass ihr nicht aufräumt. Danke. So, verwenden. Ja, duschen müsstest du eigentlich auch mal. Geh mal duschen danach. Und dann schlafen. Was mit dem Hund? Der hat Angst vorm Staubsauger. So, dann kannst du mal auffüllen. Wie sich die Katze erschreckt. Okay, perfekt. Ja, das Kind schläft noch. Das Kind müssen wir auch mal waschen. Oder eher baden. Der Sauger ist fertig und beruhig dich. Oh. Amadogo. Können wir ihn beruhigen? Freundlich. Bürsten. Apollo hat bald Geburtstag, stimmt. Wann ist es soweit? In 2 Tagen, ja, geht noch. Oh no, was ist los? Mood Swing. Ja, passt schon. Schlaf doch weiter, wenn du müde bist. Sie immer wieder aufstehen, verstehe ich nicht so ganz. Du brauchst Sozialkontakt. Kannst ja mal mit deinem Hund spielen. Loben. Mehr Auswahl. Kannst du mit dem spielen? Spielen. Perfekt. Dann ist der Hund glücklich, du bist glücklich. Und wer hat unsere Mülltonne umgetreten? Das finde ich nicht nett. Vor allem, ich lieb's, wenn die so umgetreten werden, dass man die nicht wieder hinstellen kann, sondern dass sie dann komplett verbuggt sind. Ist das jetzt in Ordnung? Steht die jetzt wieder? Nee. Die ist jetzt einfach kaputt, die Mülltonne. So, du kommst weg. Dann haben wir jetzt eine neue Mülltonne. Können wir es verkaufen? Nee, können wir nicht. Mich nervt es, dass Leute unsere Mülltonnen umtreten. Die sollen damit aufhören. Du hast ein bisschen Hunger. Bring mal den Müll raus. Oh, stimmt. Ach, ich kann die Wäsche gar nicht. Trockner. Ich wollte eigentlich die Wäsche draußen aufhängen, aber jetzt regnet es die ganze Zeit. Da geht das nicht. Wäsche trocknen. Doggo, es ist echt nicht das beste Wetter zum Spazieren. Ja, komm, wir gehen joggen. So, irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt bald das Kind. Und wer hat hier hingepinkelt? Mach das mal sauber. Ach nö. Stopp. Hört mal auf, das Klo kaputt zu machen. Warum ist die noch feucht? Das verstehe ich nicht. Sauber und feucht.
Es kann doch nicht sein, wenn die aus dem Trockner kommt, dass sie dann noch feucht ist. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Wäsche waschen. Aufwischen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig gut funktionieren die Waschmaschinen nicht in dem Pack. Und ständig fängt die an zu brennen, wenn man den Flusenfilter nicht jedes Mal reinigt, was auch ein bisschen unrealistisch ist. Ich fand das immer cool, den Flusenfilter zu reinigen. Aber das Ding ist, der war nie nach einem Mal so voll, dass man den befriedigend reinigen konnte. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass der anfängt zu brennen. Du kannst mal ein bisschen schaukeln. Seid ihr auf dem Heimweg? Wäre vielleicht gut. Ich glaube, die sind auf dem Heimweg. Ja, geh nach Hause. Du bist 3 Meter von zu Hause entfernt. Das Stückchen kannst du auch noch laufen. Was ist jetzt passiert? So, auf Toilette musst du nicht, aber du kannst duschen. Was war das für ein Sound gerade? Hm. Was jetzt? Vernachlässigte Freundschaft. Oh Gott. Welche Freundschaft geht in die Brüche? So. Kann ich die jetzt? Sauber, trocken und warm. Das müsste es eigentlich sein, oder? Und weglegen. Perfekt. Flusenfilter reinigen. Okay. Sauber. Und zum Trockner. Und trocknen. Taschen durchsuchen. Vor allem, warum ist die Wäsche jetzt so schmutzig? Ich habe die doch gerade gemacht. In Waschmaschine stecken. Wäsche waschen. Okay. Gut, gegessen hat er jetzt. Mit wem muss er denn Sozialkontakt herstellen? Wo verliert er den Kontakt? Ist es wieder Ute? Freundlicher Rat? Nee. Gute Freunde? Ist eigentlich okay. Zim-Profil? Als A, als Trauzeuge ausgewählt. Oh nein, ist es vielleicht... War er mit sie? Nee, mit Sophie war er nie krass befreundet. Hat er irgendwo eine schlechte Beziehung, die vorher besser war? Julia? Auch nicht. Ist immer so das Ding. Ist es sie? Nee, auch nicht. Ist es deine Tante? Auch nicht. Deine andere Tante? Auch nicht. Irgendwelche Kinder? Ist es Carina? Ich habe absolut keine Ahnung. Nee, 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 nicht einladen. Du sollst SMS schicken. Einfach an jeden Mal eine SMS schicken. Nee, ich wollte gerade sagen, da wird ja wohl nicht die Freundschaft irgendwie kaputt gehen. Auch nicht. Auch nicht. Da ist jetzt auch nichts Besonderes. Also ich habe absolut keine Ahnung, mit wem irgendeine Freundschaft auseinandergeht. Weshalb er schlecht drauf sein kann. Es ist auch schon wieder weg, also von daher. Oh, das Kind hat Hunger. Das sollte mal gewaschen werden. Vielleicht sollte mal jemand das Kind waschen. Hör mal auf mit den SMS. Bade mal deine Tochter. Geh mal was essen. So, dann geh mal was essen. Sag mal, wolltest du nicht gerade noch dein Kind waschen?
Wieso muss ich euch das eigentlich immer dreimal sagen? Danke. So, anstatt einem Nickerchen wäre es sinnvoll, wenn du einfach fest schläfst. Das hat viel mehr Effekt. Na, guck mal, da geht das Soziale auch direkt hoch. Kann ich das Kind... Ja, ich weiß, dass sie Hunger hat. Hier, Getränk geben. Okay, die Wehen haben eingesetzt. Einfach schlafen. Oh lol, und die Abschlusszeremonie ist gleich. Oh, das Kind hat jetzt Cerealien. Okay. Ich würde sagen, wir schicken dich einmal kurz alleine ins Krankenhaus. Baby im Krankenhaus bekommen, allein losschicken. Wir schicken dich mal alleine. Du schaffst das schon. Das ist halt auch so bescheuert. Warte mal. Ich glaube, das dann gleich da mit dem Kind benennen und alles. Oh Gott, ey. Muss das jetzt alles auf einmal passieren? Vor allem finde ich schade, dass man zu dieser Abschlusszeremonie denjenigen nicht alleine schicken kann. Weil die ist eigentlich super unnötig. Weil man eh nichts sieht. Man geht auf das Grundstück, geht dann in Rabbit Hole und geht danach da wieder nach Hause, was totaler Schwachsinn ist. Weil man hat ja nicht mal eine schöne Zeremonie, dass man sagt, ja okay, auf dem Platz ist das so classic aufgebaut, dass man sein Diplom kriegt oder so. Das ist alles nicht. Also das finde ich so ein bisschen traurig. Und dafür ist es unnötig, dass man jetzt das Grundstück wechseln muss, um dann da in Rabbit Hole zu gehen. Das kann man ja dann auch von zu Hause aus machen. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Oh, hier schneit sogar. Stimmt, wir leben ja auch einfach in einer Gegend, wo es nicht schneit. Du bist müde. Das ist natürlich jetzt belastend. Kannst du... Nee, wo musst du hin? Damit du das Abschlussding machen kannst. Hier hinten ist das. Fahren, entfernen, nee. Hä? Mein Freund, kannst... Ist jetzt überhaupt die Abschlusszeremonie? Wo sind denn deine Kollegen? Warum bist du jetzt hier? Dann geh doch nach Hause, wenn keine Abschlusszeremonie ist. Was soll denn das? Oh, da läuft ein Roboter. Cool. Venus-Roboter. Man kann sich mit ihm anfreunden. Süß. Alles gut, Peach? 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 Ich wollte gerade sagen, leg dich doch einfach in den Karton rein. Ja. Ne? Mieze Katze. Warum sitzt sie hier? Du sollst ein Kind bekommen. Baby im Krankenhaus. Alleine losschicken. Ja, keine Ahnung, das mit seiner Abschlusszeremonie ist voll bescheuert gewesen. Baby im Krankenhaus. Ach, er geht damit. Ja, dann. Zur Tagespflege. Wir machen das jetzt so. Peach, mach den Karton nicht kaputt. Lass das. Du hast nicht so viele Kartons. Sonst kann ich dich demnächst wieder nicht auf den Schoß nehmen. Natürlich wird das Kind auch wieder nach einem Mond vom Jupiter benannt, einfach weil ich es witzig finde. Und da oben ist das Geschwisterchen.
Kann sie mit dem interagieren? Sie kann wirklich sprechen. Ist das süß. Bruder, Schwester. Knuffig. So, mein Freund, was bei dir jetzt? Voreltern, brauchst du nicht. Du bist doch fertig damit. Du musst eh gleich nach oben und an die Brust nehmen, weil das Kind weinen wird. Glaub mir. Vertrau mir. Was müssen wir denn mit ihr? Okay, sie macht Bewegung. Wir sollten denken lernen, Kind. Mach mal lieber das andere. Wollte gerade sagen. Süß. Ich muss mir mal ganz kurz die Katze auf den Schoß holen. Weil die wieder in dem Karton rumkratzt. Guten Tag, kleine Stinkerchen. Entschuldigen Sie. So. Da sind wir wieder. Mit Katze auf dem Schoß. Guten Tag. Ist das gut so? Fräulein Püps. Weil es ist nicht cool, wenn du im Hintergrund auf dem Karton rumkratzt. Ist ein bisschen störend, mein kleines Mäuschen. Hier. Legen Sie sich hin, genau. Mutti ist müde, geh mal schlafen. Warum ist er schon wieder wach? Er ist doch auch müde. Oh, süß. Aber geh schlafen. Ihr seid müde. Danke. Warum bist du wach? Geh schlafen. Danke. Geh. Sag mal. Zackt. Zurücksetzen. Geh schlafen. Da. Danke. Kann doch nicht so schwer sein. Von jetzt ist die Wäsche schon wieder voll, weil ihr einfach zu blöd seid, schlafen zu gehen. So. Geh du mal nach oben, die Windel wechseln. Ja, komm, geh mal zum Unikurs. So, er hat sich gekümmert. Ja, geh mal die Taschen durchsuchen. Ist hier noch irgendwo was drin? Nee, da auch nicht. Okay. Wir müssen den Hund nochmal bürsten. Der ist ja flauschig. Und der verliert überall seine Haare. So, mehr Auswahl. Freundlich. Bürsten. Damit er nicht wieder überall hinhaart. So, mach das mal. Sehr gut. Wäsche machen. Ah, stimmt, der schnappt sich jetzt überall die Wäsche. Das ist gut. Perfekt. Wäsche waschen. Schönes Ding. Ja, iss mal auf, danach muss er aber schlafen. So, was ist mit dir? Du hast auch Hunger. Geh mal Reste essen. Und das Kind hat aber auch Hunger. Stopp. Wir holen dir jetzt was zu essen. Wir kümmern uns jetzt. So, öffnen. Was haben wir da? Zack. Wir müssen auch nochmal neues Essen vorbereiten. Schnapp dir mal was, Kindchen. So, ab in den Froster. Er ist am Snacken, dann räumen wir mal auf. Okay, er hat jetzt seinen Abschluss. Passt doch. Warum steckt der Hund mit dem Kopf in der Waschmaschine?
Können wir hier das Diplom an die Wand hängen? Perfekt. Stimmt, wir haben nur kein Abschlussfoto, aber pff, brauchen wir nicht. Er ist auch müde. Guck mal, das ist fertig. Dann... So, Trockner. Können wir es nicht an die Wäscheleine hängen? Die ist schon wieder kaputt. Warum? Ich glaube, es regnet jetzt auch wieder. Ist keine Jahreszeit dafür. Dann geh mal schlafen. Okay, warum rennt das Kind jetzt hier runter? Um das zu machen? Nee. Geh mal nach oben. Geh mal aufs Töpfchen. Mutti, werd mal wach. Und beobachten. Das dauert, bis es die Treppe hoch ist. Liebkuchen. Hüpfen. Angucken. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten, dann ist die Windel gleich auch wieder voll. So, nee, stopp. Wo auch immer du hin willst, du bleibst einfach direkt hier. Dann kannst du dein Kind gleich in den Schlaf lesen. Genau. Dann bekommt das Kind nämlich Aufmerksamkeit. Du sollst dein Kind in den Schlaf lesen. Hör mal. Jetzt wird's aber wild hier. In den Schlaf lesen. Du gehst jetzt hoch. Du gehst jetzt hoch und liest dein Kind in den Schlaf. Danke. Geht doch. Und dann kannst du direkt die schmutzige Windel wechseln. Perfektes Timing. Verwenden. Schlafen. Wie geht's ihm? Oh, passt. Wir lassen ihn mal ausschlafen. Vor allem, ich muss sagen, mit der Blase merkt man bei ihm. Aber mit dem Schlafen ist schon krass, weil eigentlich haben wir bei ihm ja auch selten müde. Und das merkt man gar nicht so krass. Aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein actionreicher Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage bis morgen. Lasst gerne ein Like, Abo, Kommentar oder irgendwas anderes da. Und mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt, wie er sich als Astronaut macht. Vor allem, oder Weltraumranger wird es ja, glaube ich, jetzt nach dem Studium direkt. Wie es bei Veronika mit dem Studium weiterläuft und wie sich die Kinder so entwickeln. Und vor allem, wie sich so unsere weitere Generation mit Callisto entwickelt, weil da habe ich einiges vor. Vor allem auch bezüglich des neuen Packs. Es könnte spannend werden. Oh, und da schläft jemand auf meinem Schoß. Süß. Bis dann. Tschüss.